Hey Freunde des regelmäßigen Uploads, wie geht's? Eine lange Zeit nicht mehr gesehen. Heute reden wir über einen Gaming-YouTuber namens Robert aka Gamomat aka Hart aber halbtrocken aka Gamesünden. Was soll ich sagen, der Mann hatte sehr viele Rebrandings. Aber nun die Frage, was ist Gamesünden überhaupt? Gamesünden ist ein YouTube-Kanal, der CinemaSins-artige Videos macht. CinemaSins ist ein englischsprachiger Kanal, der in Filmen Kleinigkeiten rauspickt und diese kritisiert, um sich darüber lustig zu machen. Ich bin kein Fan von CinemaSins. Nicht nur, dass ich diese Form von Content unglaublich langweilig finde, nein. CinemaSins schaut teilweise nicht mal die Filme an, die sie kritisieren. Oder sie denken sich gleich Kleinigkeiten selbst aus, damit sie überhaupt etwas zum Kritisieren haben. Yeah, but don't you now leave all the women alone up here with all those weapons you meticulously took out of their reach a minute ago? Yeah, how stupid is Max for leaving all the guns in the cab? I mean, if it were me, I'd probably put the guns in some sort of bag and then take that bag with me when I left the cab. Es ist eine faule Ausrede von einem Filmkritikkanal, welcher trotz alledem unglaublich beliebt ist. Aufgrund dieser Popularität haben sich mehrere Parodiekanäle entwickelt, welche genauso eine Parodie sind wie Cream Betweens eine Parodie von Oreos. Ein Typ namens Dardigan hatte dann die Idee, das CinemaSins-Format auf Gaming auszubreiten und Robert, der Typ hinter dem Kanal, hat daraufhin eine deutsche Version davon aufgebaut, und zwar Gamesünden. Ich für meinen Teil habe Roberts Video durch den Heider gefunden, welcher damals ein relativ großer Commentary-YouTuber war. Auf jeden Fall fand ich Roberts Videos ganz angenehm. Und seitdem war ich auch Zuschauer von ihm. Das ist eine kurze Geschichte, wie es zu Gamesünden gekommen ist. Nun, kann ich ihn auf einmal aus denselben Gründen nicht leiden wie CinemaSins? Nein, es gibt durchaus viele andere Gründe, Robert nicht zu mögen. Also fangen wir einfach an. Ich habe ja schon angegeben, dass Robert die Gamesünden-Idee von Dardigan übernommen hat. Aber das ist nur halb richtig, denn Roberts Videos sind nicht nur einfach eine Kopie, sondern eine offiziell lizenzierte Version. Und das hat er nicht nur einmal in einem Q&A gesagt, er sagt das in jedem Video im Intro. Robert ist also recht stolz darauf, Erlaubnis von Dardigan bekommen zu haben. Der YouTuber CubesU hat vor einigen Jahren ein Kritikvideo zu Robert gemacht, in dem er Dardigan selbst einfach gefragt hat. Und es stellt sich heraus, Dardigan ist es verdammt egal, ob jemand Gamesünden adaptiert. Dardigan sagte übersetzt, ich zitiere, Gamomat hat mich auch schon gefragt, bevor er mit seinen Gamesünden-Content angefangen hat. Ich werde dir das gleiche sagen, was ich ihm gesagt habe. Du brauchst meine Erlaubnis nicht, um das zu tun. Wenn du diesen Content machen möchtest, dann bitte tu das und gib dein Bestes. Damit habe ich kein Problem. Viel Spaß mit deinem Content. Gibt Robert also nur mit dieser offiziellen Lizenzierung an, weil er ein zu großes Ego hat und denkt, er wurde alleinig von Dardigan auserwählt, um für Deutschland die Fackel zu tragen? Vielleicht. Ich kann es nicht wissen. Aber da Robert sich oftmals wie der überheblichste Mofo verhält, den ich kenne, könnte es tatsächlich sein. Der aber wahrscheinlichere Grund ist, dass Robert Angst vor einer bestimmten Sache hat. Und die ist mir schon vor längerer Zeit aufgefallen. Es gab früher eine Gamesünden-Folge zu Life is Strange, welche heute nicht mehr verfügbar ist. Ich aus irgendeinem Grund habe dann ebenfalls die Dardigan-Folge dazu angeschaut. Obwohl ich das sonst nie gemacht habe. Und mir ist etwas aufgefallen. Fast jeder Spruch aus Roberts Video ist einfach nur eine Übersetzung von Dardigan gewesen. Ich kann das jetzt leider nicht beweisen, wie gesagt, das Video ist nicht mehr online. Obwohl, wie ist es denn bei den anderen Videos denn so gewesen? Oh, das hört sich nicht gut an. Oh, das heißt, diese ganze Einleitung ist nur dafür da, wenn jemand fragt, mit Plausible Deniability zu sagen, dass man eigentlich eine Kopie von Dardigan ist und daher klauen darf. Außer Dardigan und Robert sind so mental verknüpft, dass sie in perfekter Umsetzung dieselben Witze in anderen Sprachen machen. Wobei Roberts Videos zufällig immer ein paar Wochen später rauskommen. Ich dachte nicht, dass du mit offiziell lizenziert meinst, dass man einfach den Content Creator übersetzt. Wobei das seit einigen Videos nicht mehr so ist. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Roberts Videos seit einiger Zeit nicht mehr so gut sind, weil er nicht mehr von Dardigan klaut. Er denkt stattdessen, dass er der fucking lustigste Satiriker aller Zeiten ist und schreibt seine Videos nun wohl selbst. Leider ist er nicht so witzig, wie er glaubt. Was man vor allem hieran erkennt, den offiziellen Gamesünden Community Page Memes. Ich glaube, an denen kann man sehr gut erkennen, dass Robert fucking unlustig ist, weil, holy fuck, was ist das?
Erstmal, mucho texto, du kannst gleich einen Essay schreiben, da dein Meme zu machen. Und zweitens, so stelle ich mir Boomer-Facebook-Gruppen für Gamer irgendwann vor, wenn sie passieren. Ich möchte nochmal anmerken, dass der Typ sich als Satiriker bezeichnet und dann die unlustigsten Memes aller Zeiten produziert. Ich kann mir also beim besten Willen nicht vorstellen, dass die alten Gamesund-Videos ohne Dadigens Inspiration so gut geworden wären. Um das genauer zu analysieren, habe ich mal eine der neueren Folgen der Gamesünden-Serie angeschaut. Kurzer Disclaimer, ich kann durchaus Videos von Leuten anschauen, auch wenn ich nicht deren politischen Meinungen vertrete. Ein gutes Beispiel wäre der Internet-Historian, welchen ich mag, obwohl er konservativer ist, oder JonTron, welchen ich für eine lange Zeit noch angeschaut habe, obwohl ich wusste, was seine Meinung zu schwarzen Menschen ist. Back to my question that I keep trying to get an answer. I just don't understand why it's so bad if white people become a minority. Why is that such a horrible thing? Well, nobody wants to become a minority in their own country, man. Why? Why does it matter? I don't consider myself because a minority because I'm an American and everyone around me is an American. Why does it matter if they're white or brown or black? Well, that's not... I don't think that's how... I don't know how to answer this. Hier ist aber das Ding. Ich schaue nicht beide, um eine politische Analyse über das derzeitige sozioökonomische Gesellschaftssystem zu hören. Robert hingegen hat sich ab einem bestimmten Zeitpunkt gedacht, dass er lieber Tucker Carlson wäre als CinemaSins. In seinem Video zu Far Cry 6 hat Robert so viel Scheiße geredet, die nichts mit dem eigentlichen Spiel zu tun hat, dass ich beim Anschauen fast kollabiert bin. Die Gamesünden-Folge lief ungefähr so ab. Seht ihr diesen Charakter im Spiel, den ich nicht mag? Der ist so wie diese politische Gruppierung, die ich hasse. Und so verläuft diese ganze Folge. China erobert nach und nach den Planeten, während sich die Leute hier auf Twitter darüber streiten, was genau jetzt rassistisch ist und was nicht. Und die... Das ist so lustig. Er regt sich über Sachen auf, die literally nie passieren. Das ist irgendwie... Du kannst nur über eine Sache reden in deinem Leben. Nur eine Sache. Eine Sache. Über die darfst du reden, sonst über nichts. Das ist seine Meinung. So denkt er, dass Menschen funktionieren. Dass Leute nicht gleichzeitig darüber reden können, was rassistisch sein kann. Und keine Ahnung, dass China irgendwie ein scheiß Regime ist. Darüber kann keiner reden. Das geht nicht. Die gleichen Flitzpiepen bezahlen dann auch noch 8,99 im Monat, um sich Filme und Serien auf Disney Plus anzusehen. Was? Hältst du im Kopf nicht? Ich verstehe nicht mal, was du meinst. Wie können nur Leute, die über Rassismus reden, Disney Plus kaufen? Ich liebe es, dass er sich einfach so diesen Boogeyman einfach zusammenbaut. Aus random Sachen. Oh, alle Leute, die ich hasse, schauen Disney Plus und reden über Rassismus. So als wäre das nicht irgendwie ein Problem oder so. Also Disney Plus ist ein Problem, da stimme ich dir zu, Robert. Aber dagegen können wir leider nicht vorgehen. Warte, diese Kids ballern auf Unschuldige? Dann sollten wir vielleicht sicherstellen, dass die grüne Jugend niemals Waffen in die Hände bekommt. Joke! Hahaha. Versteht ihr? Weil dieser komische Revoluzzer mit irgendwie, der aussieht wie ein Fortnite-Charakter, der ist wie die grüne Jugend. Das, was du über Yelena wissen solltest. Sie ist irre klug. Hauptfach Informatik. Programmiererin. Alle halten sie für einen Mega-Nerd. Aber wenn es ernst wird, ist sie eine Kämpferin. Natürlich ist Yelena die Anführerin der Lamoral, aka Fridays for Future Yara, irre klug, damit sie Charaktereigenschaften besitzt, welche weit über die Fähigkeiten aller anderen hinausgehen. So wie Captain Marvel oder Rey aus Star Wars. Steht hier? Fridays for Future. Meine Sozialkritik ist für heute beendet. Auch ist Robert immer sehr angegriffen, wenn ein Charakter im Spiel in irgendeiner Form alte Menschen alt nennt. Also wirklich stark angegriffen. Ich glaube, jemand kommt nicht auf seine Midlife-Crisis klar. Du meinst die von Libertad? Die habe ich den Legenden gegeben. Nein, du hast sie ein paar Rentnern gegeben, die auf irgendeinem Berg ihre Windeln voll scheißen. Das ist diskriminierend AF. Wieso? Das hat sie doch verdient. Du hast eine Soldatin getötet. Schön für dich. Das Problem mit Soldaten ist nur, dass es immer mehr von denen gibt. Sieh, Mama. Dieselben Fehler, neue Gesichter. Du bist einfach nur sauer, weil deine Revolution vorbei ist und du hast nur einen scheiß Berg bekommen. Langsam wird es hier sogar schlimmer als auf Twitter. Was hat das mit Twitter zu tun? Danny will die alten Männer nicht umarmen. Wie könnte man sowas nennen? Seniorphob? Robert, du musst dich nicht jedes verschissene Mal darüber beschweren, nur weil du selbst ein toter Baum bist. Vor allem, wenn es in dem Teil der Story, den er kritisiert, um eine Art Generationenkonflikt geht. Natürlich sind deswegen die ganzen jungen Charaktere rebellisch und antagonistisch gegenüber den alten Charakteren. Das ist der ganze Punkt!
Sein größter Kritikpunkt an dem Spiel ist allerdings, dass es politisch ist. Ja, Robert beschwert sich über ein Spiel, weil es politisch ist, indem er die ganze Folge über Politik redet. Vertreten. Ich wünschte, Streamingdienste, Filme, Serien und Videospiele können heutzutage auch mal darauf verzichten, immer wieder diese postmodernen Probleme zu behandeln, aber sie sind nun alle Teil einer Massenerziehung geworden, die in der Unterhaltungsbranche nicht mehr wegzudenken ist. Ah, das ist so gut! Ja, das ist die Massenerziehung und, keine Ahnung, ich denke, dass unsere Medien dafür da sind, bestimmte Sachen an unserer Kultur und so weiter zu kritisieren oder bestimmte Sachen auszusagen. Ich meine, du kannst auch die ganze Zeit Super Mario spielen. Ich liebe Super Mario. Aber warum kritisierst du Sachen, wenn sie solche Dinge ansprechen? Das ist ja nicht so, als wäre jedes Videospiel oder jede Serie so. Du kannst gerne irgendwelche anderen Serien schauen, die gar nichts ansprechen oder fast nichts ansprechen. Stattdessen erleben wir nun immer und überall den erhobenen Finger der Moral, welcher uns stets an die aktuellen Gesellschaftsprobleme erinnern will und mittels lauter Stimme eine politische Korrektheit mit der Brechstange erzwingen will. Nochmal, du musst diese Spiele nicht spielen! Was ist denn dein Punkt? Und natürlich politische Korrektheit. Boom, boom, boom. Buzzword. Oh, dieses Spiel ist so politisch korrekt. Ich habe zwar keine Ahnung, was daran politisch korrekt sein sollte, wenn man sagt, Sklaverei ist schlecht. Aber okay. Okay, ich meine, es ist politisch korrekt, aber ich weiß nicht, was daran schlecht sein soll. Und nur mal so. Du kannst das Spiel auch einfach nicht spielen. Niemand zwingt dich dazu. Ich persönlich denke, dass Videospiele nicht nur dafür da sind, sich vor der Realität zu verstecken. Wenn dich das so aufregt, spiele einfach Mario Kart oder Doom. Nein, ernsthaft, was ist das überhaupt für ein Kritikpunkt? Wenn ich Spec Ops The Line spiele, erwarte ich nicht fucking Fortnite. Spiele sind Kunst und manchmal, wie auch Filme und Serien, versuchen Videospiele eine bestimmte Message zu haben und manchmal ist diese auch politisch. Du musst sie nicht mal mögen, aber gleich zu argumentieren, dass Spiele nicht politisch sein sollten, ist verdammt dämlich. Ach ja, und Robert, wenn du irgendwelche politischen Buzzwords raushaust, dann solltest du mindestens wissen, was sie ungefähr bedeuten? Yara wurde von Sklaven erbaut und mit Viviro läuft es genauso. Der Präsident ist Afro-Yarana und bemerkt die beschissene Ironie nicht mal. Und jetzt zieht sogar die kritische Rassenlehre ins Spiel ein. Ein weiteres Thema der heutigen Symbolpolitik unserer Realität findet ein Zuhause in unseren Unterhaltungsmedien. Irgendwer bei Ubisoft bekommt dafür sogar auf die Schulter geklopft. Okay, können wir das nochmal anhören? Ich habe keine Ahnung, was er gesagt hat. Wie ich diesen Dialog verstehe als normaler Mensch. Die Insel wurde von Sklaven erbaut. Und dann wurden sie zu freien Menschen. Und dann wurden sie jetzt wieder versklavt von dem neuen Diktator. Das hört sich doch nach was an, oder? Und das ist die ganze Sache, die hier gemeint wird, oder? Ich habe das Spiel, wie gesagt, es könnte auch sein, dass ich hier Bullshit erzähle. Und jetzt zieht sogar die kritische Rasse. Was hat das mit Critical Race Theory zu tun? Nichts! Das hat nichts mit Critical Race Theory zu tun. Hast du dir jemals ein Buch über Critical Race Theory überhaupt durchgelesen? Ich nicht, aber ich rede auch nicht darüber, dass das irgendwie alles Critical Race Theory ist. Wenn ich darüber rede, ja, Sklaven haben etwas aufgebaut und dann wurden sie wieder versklavt. Was hat das mit Critical Race... Okay, kannst du mir bitte die Definition von Critical Race Theory geben? Oder zumindest das, was du denkst, was es ist. Kurze Erklärung, da ich es in meiner Reaktion eher mäßig erklärt habe. Critical Race Theory ist eine rechtswissenschaftliche Theorie, anhand der man durch intersektionelle Analyse versucht, bestimmte Probleme auf der Ebene von Rasse und Ethnie in zum Beispiel Verfassungstexten und Gesetzen zu lösen. Also was hat das jetzt mit den angesprochenen Dingen in deinem Video zu tun, Robert? Nichts! Na, vielleicht solltest du ein bisschen besser recherchieren, wenn du über ein Thema redest, über das du keine Ahnung hast. Und bitte, Robert, und deine Fans beziehe ich da auch ein. Du bist kein Satiriker. Hier ist die Sache. Niemand schaut Gamesünden, weil Robert ein so unglaublich lustiger Satiriker ist, wie auch keiner CinemaSins schaut, weil der Sprecher von denen so ein komödiantisches Genie ist. Sie schauen Gamesünden, weil man eine kurze Zusammenfassung zu einem Videospiel haben will, welches man selbst nicht gespielt hat. Wenn Robert so charismatisch wäre, dann hätten die Leute auch seine anderen Videos geschaut. Oh warte, die wurden alle vom Kanal gelöscht, weil niemand sie geschaut hat. Und glaubt mir, er hat es versucht. Er hatte mehrere Livestreams und Videos gemacht, in denen er sich beschwert bei seiner Community, dass keiner seine Videos abseits von Gamesünden schaut. Was, wie man sieht, nicht geklappt hat.
Vielleicht liegt es daran, dass sich niemand für dich interessiert und du einfach nur der Typ bist, für die meisten Leute, der die Wikipedia-Zusammenfassung von Videospielen vorliest. Du bist kein Satiriker, nur weil du sagst, dass du die Grünen nicht magst. Ich kann in Ostdeutschland einen random Typ fragen, der mir die gleiche komödiantische Erfahrung gibt wie du, Robert. Die Leute haben protestiert. Benitez hat die Hälfte der Einwohner hingerichtet. Und was macht La Moral? Sie spüren jeden einzelnen Soldado auf, der die Hinrichtung ausgeführt hat. Und ich meine nicht im Guerilla-Dschungel-Auflauerkram-Sinne. Die haben die nach Hause verfolgt und ihnen die Kehle durchgeschnitten, während ihre Familien schliefen. Krass drauf, diese La Moral. Erfüllt die Träume von ganz Linkstwitter. Ich glaube, ich muss dir nicht den Aufbau eines Witzes erklären. Wo ist das Setup, Robert? Du weißt nicht mal, wie Witze funktionieren, Robert! Entschuldigung. Robert hat effektiv dieselbe Transformation durchgemacht wie der absolut grauenvolle CinemaSins-Klon Brooks Show. Dieser hat allerdings einen neuen Kanal namens No Bullshit gegründet, um seine behinderten politischen Meinungen zu verbreiten. And in case you think I'm crazy here, let's go over all the girl power stuff in Marvel lately, in the movies. Starting with Black Panther earlier this year, which had a suspicious amount of female characters surrounding the Wakandan King. Vielleicht könnten wir aber Roberts politische Meinung besser verstehen, wenn wir seinen Zweitkanal The Elder Rob schauen. Dort hat er nämlich ein Video hochgeladen mit dem Titel Alt werden auf YouTube in einer überpolitischen Gesellschaft mit der Generation Rezo. Keine Ahnung, warum er den Namen von Rezo so komisch geschrieben hat. Ich hoffe nicht, dass das wie sein Far Cry 6 Video wird. Ich bin persönlich ein großer Freund davon, dass wir uns nicht spalten. Ist das Video einfach nur Virtual Signaling? Ich bin dafür, dass nichts Schlechtes passiert. Danke, danke, danke. Ich bin den ganzen Tag hier. Wohl doch nicht. In diesem Video beschwert er sich pausenlos darüber, dass die da oben unsere Gesellschaft spalten wollen. Nach Robert soll man also als schwuler Mann mit Nazis gegen die Regierung sich verbünden, da die ja der wahre Feind sind. Heutzutage sehe ich einfach nur noch Spaltung und ich glaube, dass das Internet und Social Media... Spaltung, Spaltung, so als wäre irgendwie damals nicht gespaltet worden. So als wäre das irgendwie eine neue Sache. So als wären irgendwie politische Parteien erst seit heute geboren worden für den Typen. Und der dachte davor, dass die Gesellschaft einfach unter so einem König einfach friedlich zusammenlebt, ohne dass irgendwas passiert. Es gab damals schon Kriege, es gab damals schon Bürgerkriege, es gab damals schon Aufstände, es gab damals schon Proteste, es gab damals schon politische Parteien, die sich gehasst haben. Früher wurde sich im Bundestag geprügelt. Ja, das waren alles Sachen, die existieren. Robert, vielleicht, aber auch nur vielleicht hat eine meinungspluralistische Gesellschaft einige Gegensätze, die sich aufgrund ihrer abweichenden Ideologie nicht leiden können. Das hat nichts mit denen da oben zu tun. Anfangs beschwert er sich auch, dass Rezo der Einzige ist, der für Jugendliche über Politik redet. Was nicht stimmt? Aber Robert ist wohl vor kurzem erst aus einem künstlichen Koma erwacht und denkt das wohl deswegen. Ich finde, dass wenn nur einer die Meinungen kontrolliert und dadurch auch die Möglichkeit hat, das Publikum zu beeinflussen, also die Leute, die sich dann plötzlich doch für irgendein politisches Thema... Okay, was ist das denn für eine behinderte Meinung? Holy fuck, was redest du? Also du redest davon, dass irgendwie Rezo die politischen Gespräche kontrolliert, weil der Einzige ist, der darüber redet? Und dass die derzeitige Jugend nicht politisiert ist? Hast du überhaupt irgendwas mitbekommen? In den letzten Monaten oder Jahren? Letztendlich nur von einem gefüttert werden, weil dort... Woher hast du diese Information? Denkst du, das sind irgendwie Leute, die irgendwie in der fucking Hülle von Platon leben und einfach nur die Rezo-Schatten gefüttert bekommen? Was redest du? Die Frage nun, was will Robert jetzt überhaupt verbessern? Kein Plan. Er erzählt die ganze Zeit eigentlich nur, dass ihm zurzeit einige Sachen nicht gefallen und spricht keine wirklichen spezifischen Dinge an, die er gerne verbessern würde. Er sagt nur, dass Sachen schlimm sind, ohne zu sagen, welche Sachen schlimm sind. Die hier sind, desto mehr Geld wird natürlich irgendwie auch generiert und auch gleichzeitig ausgegeben. Und auch da haben sich in letzter Zeit immer wieder so Dinge gefunden, die nicht wirklich besonders gut ausbalanciert sind. Wenn sich... Ey, das hasse ich ja. Sag doch, was ist nicht ausbalanciert, statt zu sagen, also waren so Sachen, die sind nicht ausbalanciert. Du kannst doch einfach erzählen, was das Problem ist, anstatt zu sagen, oh ja, das sind so Sachen, die sind nicht so wie ich will. Ich hab doch keine Ahnung, was du willst.
Du kannst nicht dauernd sagen, ich bin nicht rechts, ich bin eigentlich Zentrist, links, irgendwie Kommunist. Manchmal nenne ich mich auch selbst Marxist. Aber ich habe eigentlich keine Ahnung, welche politische Meinung ich vertrete. Aber ich finde derzeit die Politik nicht gut, die passiert. Okay, was würdest du verbessern? Was? Deine ganzen politischen Meinungen, die ich höre, sind... Ja, keine Ahnung, irgendwie finde ich es gerade nicht gut. Ich bitte darum, dass du keine weiteren Politikvideos machst. Du kommst einfach nicht auf den Punkt. Wie hast du für ein Video, in dem du nichts sagst, 34 Minuten gebraucht? Wir sind jetzt endlich am Ende angekommen. Das war wahrscheinlich eines der mental anstrengendsten Videos, die ich je gemacht habe. Die dumme Scheiße von Robert zu hören, war für mich zu viel. Am Ende des Tages hoffe ich, dass das Video in irgendeiner Form ein Weckruf für Robert ist. Ich war jetzt über das Video hinweg schon recht gemein und antagonistisch. Aber Robert, das ist Satire, nicht wahr? Ich hoffe, du verstehst das. Auf der linken Seite muss dann halt auch feststellen, wenn sich die Rechten nicht triggern lassen, aber die Linken so... Dir geht es also nur darum, Leute zu triggern? Aber dass du es auch zugibst, dass du einfach deine Comedy nicht lustig sein soll, sondern nur Leute triggern soll. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass du einfach so mask-off das machst. Holy fuck. Schnell. Dann mache ich mich doch lieber über links lustig. Ein Witz sollte erstmal eines sein. Lustig. Wenn im Nachhinein sich jemand getriggert fühlt durch einen Witz, ändert das nicht daran, dass der Witz trotzdem lustig ist. Wenn du aber ernsthaft deine Witze schreibst, nur um Leute zu triggern und nichts anderes, kann ich verstehen, warum deine Witze scheiße sind, denn sie werden nicht geschrieben, um witzig zu sein. Nun, das war's dann auch. Abonniert, liked das Video und schreibt einen Kommentar. Ich kann auch Kommentare aus älteren Videos sehen. Bis zum nächsten Mal beim nächsten Video.